Und hallo und herzlich willkommen, ja, hier bei Dannys Werkstatt. Ja, wir spielen heute ein wunderschönes Spiel. Das Ganze nennt sich Car Mechanic Simulator. Und ja, da würde ich sagen, gucken wir jetzt mal rein. Und wenn es euch gefällt, lasst ein Däumchen da, bewertet das Ganze in den Kommentaren. Und dann machen wir natürlich weiter und schauen mal, wie weit wir das Ganze bringen werden mit euch zusammen. Und ja, ich will sagen, ich starte mal mit okay. So könnte die Werkstatt irgendwann mal bei uns aussehen. Das ist jetzt die große Werkstatt. Alter, guckt euch dieses geile Teil an, ey. Ja, da müssen wir natürlich noch einiges tun. Sieht aus wie ein Audi. Guckt euch die Schlingel an. So. Tutorial zum Beenden einer Fahrt auf der Teststrecke absolvieren. Ja, gut, machen wir das. Okay, das. Okay. Ja, dann werden wir mal kurz zu diesem netten Auto gehen. So, dann sind wir hier mal ein bisschen näher ran. Und ja, wir werden jetzt erstmal natürlich Öl nachfüllen, damit wir auf der Strecke überleben werden. So, zuschrauben. Klappe wieder zu. Und jetzt gehen wir nochmal nach hier hinten. Und wir haben hier 2 XP-Punkte bekommen. Nice. So, und jetzt funktioniert das Ganze auch. Aber Leute, ich werde mal so ein bisschen gucken, dass ich den Ventilator hier mal anmache. Ja, also wenn ihr den hört, tut mir es echt leid. Aber es ist so warm, Leute. Es ist echt wirklich warm. Dachgeschosswohnung, wer kennt das nicht, ne? Ja, so, dann dauert es jetzt einen kleinen Moment. Dann sind wir auch schon an der Teststrecke angekommen. So, da sind wir schon. Wir müssen die Beschleunigung testen, die Lenkung, die Aufhängung und das Bremsen. So sieht das Auto also aus. Und ich würde sagen, wir geben Gas. Nicer Sound, Leute. Alter Falter. Wow. Ja, da müssen wir dann, glaube ich, nochmal... Alter, die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Ich denke mal, wenn man das Ganze mit einem Lenkrad machen könnte, wäre das echt nice. Aber das geht leider nicht. Ich habe es schon mal ausprobiert vorhin. So. Haben wir ja soweit alles getestet. Jetzt fehlt nur noch der Bremsvorgang. Und ich... bremse mal. Jawohl, wir beenden das Tutorial mit der Taste X. So, ja, dann ist kleine Tuning-Werkstatt.
Und jetzt warten wir mal gespannt drauf, wie unsere Werkstatt denn aussieht. Das Ganze spielen wir natürlich auf der PlayStation 4, meine lieben Zuschauer. So, ja, da sind wir auch schon in unserer Werkstatt. Das sind unsere paar Quadratmeter, die wir momentan zur Verfügung haben. Ja, hier haben wir einen Werkzeugkasten zum Reifen wuchten, zum Reifen demontieren und montieren. Haben wir auch noch ein schönes. Hier können wir nichts machen. Hier auch nicht, hier auch nicht. Gut, hier haben wir unseren Computer, wo wir Felgen bestellen können. Voilà. Na, Felgen. Dann Ersatzteile vom Motor, Aufhänger und Bremse, Abgasanlage bis zum Getriebe, Karosserieteile, Innenausstattung. Na, für die richtig nice Leute hier. Guckt euch das geile Lenkrad an. Ja, Tuninggetriebe haben wir auch am Start. Karosserie-Tuning. Nice. Ja, wer hat es gedacht? Nummernschilder können wir uns auch aussuchen. Reifen. Die gefallen mir mit dem Streifen, aber auch nur bei gewissen Fahrzeugen. Ansonsten bevorzuge ich ja hier sowas. Ne? Naja. Und hier sind nochmal Tuning-Teile, Motor, Bremse und das Ganze natürlich auch. So, hier haben wir einen Motorständer. Hier haben wir noch einen Ölbehälter für den Ölwechsel, nochmal ein Werkzeugkasten und zu guter Letzt haben wir hier unsere Hebebühne. Ja, die Fahrzeuge. Aha, was haben wir hier? Ah ja, hier können wir nichts machen. Das ist nur Deko. Gut. Okay. Wir gehen mal kurz zum Tor. Hier seht ihr die Karte, was ihr machen könnt. Wir hier haben mal die Teststrecke. Ein Parkhaus, wo ihr eure Fahrzeuge parken könnt, bis zum Verkauf. Einen Händler, einen Schrottplatz, eine Rennstrecke, ein Autohaus, Flugplatz und Geländestrecke. Also das heißt Teststrecke, Geländestrecke, Flugplatz und Rennstrecke, das sind alles Teststrecken. Ah, aufs Auktionshaus komme ich noch nicht und auf den Schrottplatz auch noch nicht. Okay. Wir schauen mal beim Händler rein. Ja, das ist natürlich wieder mit einem Ladebildschirm verbunden. Es ist schade, dass das nicht so rübersippt dann einfach. So, ich hoffe, das geht jetzt auch ein bisschen zügig voran hier mit dem Laden. Ah ja, so ein Ding ist das also. Wow. Ja, zur Übersicht des Bildschirms nochmal oben rechts in der Ecke. Seht ihr, wir haben 4000 Dollar. Wir sagen jetzt mal Euro dazu. Wir haben jetzt schon 2 Punkte für Telefon und. Ihr seht es auf jeden Fall. Das ist hier eine richtig nice Sache. Ja, das ist der Händler, wo ihr dann hier Fahrzeuge kaufen könnt und so weiter und so fort. Ja, zurück zur Werkstatt. So, natürlich wieder Ladebildschirm. Ja, wer hätte es gedacht? So, ja, um unseren ersten Auftrag anzunehmen, werden wir natürlich auf Dreieck gehen. Hier habt ihr eine kleine Auswahl. Einmal in der Einkaufsliste, ein Inventar, das Telefon, wo ihr über eure Aufträge natürlich erhaltet. Einstellungen, diese Menü kannst du Einstellungen machen. Ja, und Tablet-PC haben wir noch nicht freigespielt. Also gehen wir mal gucken, was hier so für Fahrzeuge sind.
Die Bremseinrichtung muss repariert werden. Ersatzteilliste. Okay. Vor allem. Ja, wir nehmen den Auftrag einfach mal an. So. Ah, jetzt stimmt das mit dem Punkt da oben. Nice. So, da ist das gute Auto. Ja. So, ihr drückt jetzt wieder auf Dreieck. Hier ist die Fahrzeuginfo, wo wir gucken. Ach du heiliges Kanonenrohr. Wir müssen die Luftfilter wechseln, alle Reifen in Allwetterreifen wechseln und den Kraftstofffilter sollen wir auch wechseln. Und als Dings sollen wir noch Ölwechsel, altes Öl ablassen, neues reinmachen. Jawohl. So, dann werden wir mal schauen. Ihr seht es schon hier. Krasses Ding. Hier unten könnt ihr dann Fahrzeug bewegen. Hebebühne 1. Haben wir nur eine. So, damit wir hier ein bisschen vorankommen, werden wir uns jetzt hier mal ran machen. So, hier seht ihr es. Haben wir solche Klammern. Die werden wir jetzt abmachen. Noch eine Klammer. Hier ist noch eine Klammer. Hier sehen wir schon den Kraftstofffilter. Den werden wir auch gleich abmachen. Den Deckel und den Luftfilter. So. Wir werden schon gleich hochfahren soweit. Perfekt. Einen Reifen brauchen wir natürlich. Schrauben wir mal schnell ab. Geht mir hier hinten mal an das gute Gerät. Reifen abziehen. Jawohl. So, dann zieht er den Reifen jetzt ab. Weil wir müssen ja gucken, welche Größe wir ja bestellen müssen. Ah, ich kann es mir schon denken, 200. 55er 16. So. Wir gehen natürlich erstmal in unser Inventar und 255er 16, siehst du? Ja, habe ich mir schon gedacht. Ha. Computer. Reifen. Reifen, Allwetterreifen. 16, genau. 200. 55, davon brauchen wir 4 Stück. Dankeschön. Ersatzteile. Motor. Mal jetzt hier gucken, müssen wir auch das alles finden, was wir brauchen. Hier ist auch schon der Kraftstofffilter. Hier sind wir doch auch schon. Ja, und der Luftfilter. Genau. Gut. So, dann einmal auf das Menü. Montage von Teilen. Genau, da kommt der neue drauf. So, und dann auch noch die Shell natürlich wieder drauf machen. Die sind noch alle soweit in Ordnung. Jawohl. Hab ich sie? Jawohl, jetzt haben wir sie. Und wir gehen hier hinten noch ran. Jawohl. Gut. Jetzt schauen wir, dass wir hier hinten den Kraftstofffilter, voilà, hier haben wir wieder einbauen können. Das haben wir getan. Und dann können wir die Motorhaube nämlich wieder zumachen.
und können uns um dieses Teil hier kümmern. Jawohl, perfekt. Ja, ich würde gerne natürlich mehr machen, aber dafür werden wir nicht bezahlt. Ihr seht es schon, wie es hier aussieht, ne? Also, ja, so ist das halt. So. Sehr gut. Klappt einwandfrei, muss ich sagen. Jawohl. Auswuchten müssen wir die ganze Sache dann auch noch. Jawohl. Und für die Leute, wo sie sagen jetzt, oh, ob ich damit zurechtkomme, ihr spielt euch da ein, glaubt es mir. Also ich habe auch nur das Tutorial vorhin gespielt, um ein bisschen zu sehen, wie es ist. Und na, jetzt aber. Himmel. So. Genau. Ja, kurz ins Inventar gehen. Genau, dann können wir nämlich die alten Sachen wieder verkaufen. Gibt nur eine Kleinigkeit an Geld, aber das ist ja auch nicht schlimm. Immerhin, es gibt eine Kleinigkeit dafür. Ja, ich vergesse immer, das unten dann noch zu halten. Habe ich ganz vergessen. So. Mini öffnen, Montage von Teilen. Was? Ein passendes Ersatzteil. Bist du doof? Hä? Warum habe ich denn nicht? Felsen? Habe ich jetzt die falschen Felgen gekauft? Ach nö. Aber wir sind doch auf Allwetterreifen draufgegangen. Wartet mal, das müssen wir jetzt mal testen. Allwetter? 105, 55, R60. Und er möchte doch bei Wetterreifen. Ist ein bisschen blöd. Allwetterreifen. Das ist natürlich jetzt echt ein Wetterreifen. Genau die haben wir doch gemacht. 205, 55,
Ja. 16. Ah, okay, Leute. Kommando zurück. Ich weiß, woran es liegt. Ich habe doch vorhin gesagt, wir müssen es doch noch aussuchen. Gut, dann machen wir den noch dran. Ja, das war jetzt ein schlauer Fehler. Also hier seht ihr es auch, dass sie ausgerufen werden. Aber wir können in der Zeit so. Genau. Benutzen. Derzeit läuft das da schon mal raus. Bitte, wenn ihr ein bisschen. Aber hier alles ein bisschen gleichzeitig macht. Oh, Entschuldigung. Ui, da kam. Ja, da kam mal der Husten, der nette. So, dann wollen wir noch den letzten Reifen holen. Dann können wir hier schon mal ein bisschen runterlassen. Jawohl. Und jetzt müssen wir dann gleich nur noch das Öl reinmachen, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Nice. Steuerung geht auch völlig klar. Gut. Gut. Machen wir hier zu. Geh noch mal drauf. Wir haben alles abgeschlossen. Wir beenden den Auftrag und es gab eine Menge Geld. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen da, schreibt was in die Kommentare, wie ihr das Spiel so findet und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit einem neuen Auftrag. Bis dahin, euer Dani. Ciao, ciao und viel Spaß beim Schrauben.